Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Satisfactory Nummer 3498,573. Wieder zusammen mit Sven. Hallöchen. Und dem gerade nicht Satisfactory, dafür sehr konzentriert Final Fantasy zockenden Ben. Hallo. Ja, ich komme jetzt erstmal wieder zurückgefahren. Ich weiß schon wieder nur mal, wir fahren mit einem lustigen Rover durch die Gegend und können irgendwie hoffen, dass wir nicht schon wieder von der Klippe fallen. Aber ich brauche weitere modulare Rahmen, um einen zweiten Frachtbahnhof zu bauen und einen zweiten Güterzug und ach herrje. Wir brauchen einfach alles. Okay, wartet mal. Ich glaube, ich fange hier mal ganz kurz an. Kann man Schwerölrückstände wieder von der Straße kratzen? Du kannst Schweröl in Sprit verwandeln, also umbauen. Kann ich das direkt in so eine Treibstoff, in so einen Treibstoffgenerator packen? Keine Ahnung. Ja, ich probiere das jetzt mal. Keine Verbindung, Treibstoff einfüllen. So. Vier. So. Boop, einfach mal kurz hier rein. Gucken wir mal, was der da macht, ne? Also, was ihr nun sagt, nein. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Ich glaube, wenn überhaupt, musst du zwischen dem Schweröl und dem Treibstoffgenerator musst du wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Raffinerie bauen, die Treibstoff produziert aus dem Schwerölrückstand. Warte mal, das gucken wir mal. Ja. Brauchst du eine? Ja, aber brauchst du kannst doch aus dem... eine Raffinerie, nee. Du brauchst eine Raffinerie, um aus dem Schweröl Treibstoff herzustellen. Das mache ich schon die ganze Zeit. Ich gucke den fülle ich dann ab. Also Achtung, da hast du eine Raffinerie. Ja. Okay. So, da kannst du jetzt dein Schweröl reinkippen. So, machen wir. Stellst die jetzt in der Produktion auf Resttreibstoff. Hab. Den Resttreibstoff füllst du jetzt in dein Ding rein und legst Strom dran. So. Kein Strom, warte. Noch zwei. So. Geh mal kurz hier ran. Und, ach nee, das geht nicht. Warte, das war falsch. So. Ich mach das jetzt mal so provisorisch, ne? So. So. Jawohl. Okay. Läuft die jetzt? Was? Kein Strom? Er sagt noch kein Treibstoff. Vielleicht muss das Ding. Nee, der stellt Treibstoff her. Ja, jetzt hat er es erstmal okay, das war's. Genau, man muss erstmal anlaufen. Ja. Ja, jetzt läuft's. Okay. Bedeutet, dasselbe müssten wir eigentlich hinten auch bauen. Richtig. Das heißt, da können wir gleich noch mehr Teile mitnehmen. Ja. Und hier müssen wir gerade mal nicht verklappen und lassen das jetzt einfach mal ganz kurz laufen. Genau, und das Zeug hier können wir ja prinzipiell dann auch irgendwann mal wieder abbauen. Genau. Das bauen wir dann aber ab. What? Was ist gerade passiert? Weiß ich nicht, was denn passiert? Das hat irgendwas gemacht. Okay, das ist ein Geräusch, das ich sehr gerne höre und das irgendwie sehr zuverlässig klingt. Mhm. So, hier. Sortieren. Ich schmeiß einfach mal den ganzen die Quarzkristalle und die blöden Kupferbarren weg. Ich wundere mich dauernd, warum ich keinen Platz mehr will haben, das ist alles mit Scheiße vollgestopft. Was? Ich schmeiß das Zeug immer in den Schredder. Ja, oder so. Ich habe aber gerade keinen Schredder. Okay. So. Okay, das bedeutet, jetzt müsste hier eigentlich auch gerade wieder Plastik laufen. Oh ja, jetzt. Oh. Okay, jetzt kommt wieder Plastik. Hui. Okay, also sprich, wenn er Schweröl nicht ableiten kann, dann baut er auch nichts mehr und okay. Genau. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall auch dann auf dem anderen Ding austarieren, dass wir möglichst alles, was wir nicht irgendwie an Treibstoff irgendwie an Schweröl wegkriegen, dass wir das irgendwie so alles in Treibstoff umwandeln, dass wir damit im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr Strom machen. Genau. Respektive das Zeug in Kanister abpacken, um uns irgendwelche andere Sachen mit Treibstoff zu versorgen. Mhm. Das ist nämlich das, was ich momentan tue. Deswegen brauche ich jetzt auch gerade neue modulare Rahmen, damit ich noch einen weiteren Güterwaggon bauen kann. Okay. Und ein weiteres Güterfrachtteil.
mit dem Ziel, dass wir dann einerseits das Plastik und das Kunststoff einpacken und den einen Wagen, in den anderen packen wir das, packen wir den Treibstoff und dann kommt es hier alles hergefahren. Okay. Das ist so das Long Run Goal. Okay. Und ich bin schon wieder an der falschen Stelle. Eine Idee, wo der Güterbahnhof hinkommt. Ja. Tatsächlich. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn du ja kurz bei mir, ich weiß nicht, ob du jetzt mein Bildschirm gerade siehst, ich glaube nicht. Warte, ich schalte mal kurz auf dich. Warte mal, ich schalte auf dich. Ah, danke Oliver, voll cute. Dankeschön. Ich hätte halt gesagt, hier hinten würde sich eigentlich ganz gut anbieten, weil wir haben da eh absurd viel Plattform und Platz. Na, und ich verfolge eure Unterhaltung. Könnten da eigentlich ganz gut irgendwie was ankommen lassen. Ja, und dann halt hoch auf die Skybridge irgendwie bringen, ne, das Ganze. Ja, oder Variante B ist, wir bauen's da weiter oben hin auf die Plattform wieder. Genau, noch eins hoch, rechts, genau. So, und ich stehe da links von dir dann gleich. Nein, links, genau, jetzt auf mich zu, hier, siehst du mich? Nee, gerade nicht. Jetzt bist du hängen geblieben? Ja, das weiß ich, ach, da hinten bist du, okay. Genau. Und warum hier? Weil wir von hier direkt hier rüber kommen auf die Skybridge. Da können wir fusionieren. Das ist eine ziemlich coole Idee. In die bereits bestehende Infrastruktur. Oder wir reißen da hinten die Raffinerien ab und kommen dort an. Ich hätte gesagt, lass eher hier rauskommen, weil da hinten haben wir das Problem, dass wir irgendwie den ganzen Scheiß dann wieder quer durch das Tal kacheln müssen und das finde ich ein bisschen blöd. Deswegen ist hier besser, vor allem, weil wir hier auch eh schon so eine halbe Schienenstrecke schon im Grunde genommen vorgemalt haben. Müssen zwar nur da hinten noch ein bisschen Blattwerk im Weg wegmachen. Und vor allem unterschätzt nicht, wie groß dieser Bahnhof ist. Ja, ich hatte ihn gerade schon ausgewählt. Wie lange es euch gefällt. Okay, machen wir hier mal auf Minus und dann gehen wir hier mal auf Transport und dann bauen wir hier mal einen Frachtbahnhof. Wir brauchen ja keine Frachtplattform für Flüssigkeit, sondern wir brauchen eine Frachtplattform. Genau, momentan transportiert dazu keine Flüssigkeit. Und übrigens auf die Frage... Darf ich erraten, was der Sven von Hand dengeln darf? Um das Ding schwere modulare Rahmen natürlich, dasselbe Problem habe ich gerade auch. Ach, baust du die jetzt? Okay. Ja, ich brauche ja auch welche. Ich brauche ja noch einen Bahnhof und ich brauche noch einen Güterdingsbums-Teil. Okay. Der war zu klein wahrscheinlich. Markus, warum hast du Sven nicht überfahren? Fragen über Fragen. Ja, weil ich tatsächlich mal gedacht habe, nö, jetzt gerade nicht. Jetzt einfach mal gerade nicht. Das habe ich schon 20.000 Mal gemacht. Das nächste Mal erschieße ich ihn wieder mit der Bolzenpistole. Und jetzt ist gerade auch mal nicht witzig. No? Genau. Außer ich brauche ihn ja gerade, um Dinge zu tun. Ja, zum Beispiel schwere modulare Rahmen von Hand zu dengeln. Niemand hat die Absicht, schwere modulare Rahmen von Hand zu dengeln. Ach, jetzt fehlen mir die Stahlbetonträger. Ja. Weißt du, was mir übrigens auch fehlt? Stahlbetonträger. Okay. Und da stand auf einmal mein Spiel. Das ist aber schön. Sehr anständig von dem Spiel. Ja, das dachte ich mir auch. So. Hier. Sortieren. So. Okay, jetzt hat er mich hier halt einfach reingeklippt. So. Das will rechts in den Space Engine jetzt, indem du mich in Löcher machst, in den der Bohrer läuft. Richtig. Nein, das ist Ben. Das war, Ben schmeißt Sven. Das war meine Wendigkeit. An der Stelle, danke für ein gutes Timing. So many damn to die. Sehr gut. Ja, wirklich gutes Timing. Ich habe den Sound überarbeitet und vielen Dank fürs Auslösen. Aber der Sven hat den überarbeitet. Weißt du, in der Abnahme. Der Ben sagt's und der Sven tut's, ne? Yep. Ja, weil ich halt deine Arbeitsehefrau, Mann, bin. Ja, so far, so weit. Ich hab Ben gewohnt. Was? Das?
Okay, so, also, jetzt können wir auf jeden Fall noch eine Frachtplattform bauen und ich hoffe noch einen Güterwagen. Das sieht gut aus. Okay, du baust die hinten auf? Guck ich dann. Okay, muss ich, stimmt, muss halt. ich ja. Wie sieht's mit dem Rest aus? Eisenplatten, Beton und so weiter. Scheißdreck halt. Quarzsand, super, das ist wichtig. Eisenplatten habe ich, Beton, das ist noch ein bisschen was im Rover. Mehr Eisenplatten auf jeden Fall. Sven ist Bens Arbeitssklave, wird gerade gesagt. Nein. Niemals! Praktikantenstelle angenommen. Mhm. So, ich habe 21 modulare Rahmen, bedeutet. Ja, und dann wieder zurück. Seufz. Versucht Markus mich zu erwischen? Okay, tatsächlich, der Explorer ist ein bisschen schneller, als wenn du overn springst. Oh, da fehlt noch eine Wand. Okay. So, das heißt, hier oben muss das Ding hin. Und dann muss da auch ein normaler Bahnhof hin, ne? Ja, ganz, also erstens brauchst du den, ganz vorne muss der normale Bahnhof und dann halt eben geordnet nach Fahrtrichtung, also ganz vorne, wo der Triebwagen ist, muss erst der normale Bahnhof hin und dahinter dann die beiden Frachtdinger. So, dass wenn das Ding einfährt, der Triebwagen im normalen Bahnhof steht und dann die anderen Waggons in den Güter teilen. Okay, passt mal auf, Leute. Jetzt seht ihr das hier mal. Die Fahrtrichtung ist wichtig, ja, nein. Ja, die Fahrtrichtung ist wichtig. Okay. Okay, ja, dann gucken wir mal, weil das ist halt jetzt ein Ausgangsbahnhof. Du kannst ihn drehen. Von der Anzeige her. Du kannst ihn ja drehen. Ja, aber der muss ja dann da trotzdem wieder rausfahren. Also ja, ein Bahnhof sollte zweiseitig sein. Halt ja, ne? Das Ding fährt bei in dem Fall... Der Zug fährt hinten, von hinten rein in Richtung des Pfeils und fährt in Richtung des Pfeils weiter geradeaus durch. Das ja, ist, aber das ist dann mehr ein Durchgangsbahnhof. Ja, natürlich, das heißt, ist ein Durchgangsbahnhof. Schleife bauen. Ja, genau, wir müssen einen Kreis bauen. Machen wir einen Kreis. Oder alternativ baust du einen Wendekopf oder so, oder wie das heißt. Und was ist, wenn du an dein Teil hinten dran noch einen Triebkopf hängst? Dann brauchst du zwei Bahnhöfe. Okay, wir brauchen den Balloon. Okay, gut, das heißt, wir drehen das Ding um. So, das heißt, hier kommen wir jetzt rein. So. Und dann brauchen wir... Hast du das bei dir auch schon gemacht? Ja. Okay. Gut. Wenn du kurz bei mir gucken willst, kann ich es dir vielleicht sogar zeigen, wenn dir das irgendwie weiterhilft. Das ist hier die Frachtplattform. So. Also das vorne, okay. Wenn du jetzt bei mir gerade kurz schaust, das vordere hier, das ist der Bahnhof, der hat Strom und das hier ist der Frachtbahnhof. Warte. Juno, das kann ich nicht vorlesen. Das kannst du vorlesen. Eine Lok von hinten rein, nach vorne raus, okay. Sag bitte. Entschuldigung, das fand ich zu witzig. Okay, ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich hier zu weit nach vorne gegangen. Weil wenn wir... Pass mal auf. Jetzt nehmen wir hier den Bahnhof. Genau, das ist die richtige Richtung. So, das heißt, okay, ich richte mich einfach mal hier dran aus. So. Harvest. Gab's da nicht mal ein Lied zu? Bitte lasst mich. Genau. Der Ben war... und im Hintergrund kam da so ein leichtes Stöhnen von deiner Frau. Okay. Heute aus der Kategorie Details des Privatlebens. Aber Markus, das passt nicht. Tut mir leid, das passt nicht. Das passt kann nicht richtig sein. Was passt nicht? Du fährst doch vorne mit der... Das von... Okay, das passt nicht.
Es ist zu viel zu erklären gerade, ich krieg's nicht. So. Und was grade genau passt ich nicht? Ich versuche gerade abzulenken, Ben. Einen okay, 90 das kriegst Grad du gerade gut hin. Auf 3x3 Fundamente Platz. 3x3, die haben wir hier. Ja, die haben wir hier. Die haben wir hier. So, bedeutet, ich richte das Ganze hier dran aus. So, mittig. So, und dann muss hier die Frachtplattform hin. So, wie viel Frachtcontainer baust du denn jetzt? Ach so, ja, okay. Ich baue momentan 2. Okay. Brauchen wir dafür beim Andocken auch 2 Frachtplattformen? Ja. Oder langt eine? Du brauchst 2. Glaube zumindest. Okay. Harvest. Gut. Und jetzt brauchen wir Schienen. So. Und zwar kommen wir von... ich habe eine Idee. Breaking news from Earth. Leute, ja. Pass mal auf, wir gehen hier. Wir beginnen hier mit dem Skywalk. Wir kommen hier so rein und gehen hier runter mit dem Skywalk. So. So. Okay. Also ich hoffe, ich gehe hier gerade in die richtige Richtung vom Markus. Genügend Eisenplatten und Beton sollte ich noch haben. So. Ja, da ist die große Frage. Ich glaube, hier baue ich jetzt gerade über ein Kartenloch drüber. Ich guck mal kurz auf die Map, wo der Markus ist, ob ich den sehe. Escape M. Ja, genau. Und dann gehen wir hier in einem Schwung halt irgendwie rum. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, das klingt gut. Oh ja, da hinten sehe ich die Rohre. Hinten sehe ich die Rohre. Das heißt, wir würden hier hinten drauf kommen und dann darüber gehen. Okay, okay. Das sieht doch nach einem vernünftigen Plan aus. Es kann natürlich jetzt sein, dass die Weiche nicht mehr klappt. Das müssen wir dann schauen. Ich bin schon auf die erste Zugkollision gespannt. Tja, so wie wir das gerade bauen, wird es keine Zugkollision geben, weil auf dieser Strecke wird erstmal nur ein Zug verkehren. Verkehren. Wusste, dass dir das gefällt. So. So, dann haben wir jetzt hier schon mal wieder irgendwie irgendeine Form von Treibstoffproduktion. Die ist zwar nicht schön, aber selten. Okay, und ich wette, mir geht, bevor ich bei Markus bin, wahrscheinlich der Beton aus und ich darf wieder zurücklaufen. Irgendwas ist doch immer Sven. Ja, genau. Immer Mangelwirtschaft hier in diesem Spiel. So. Okay, jetzt muss ich mal gleich auf die Karte gucken, ob ich auf der richtigen Höhe bin. Markus, bau mal noch keine Schienen, bitte. Warum nicht? Weil ich hier gleich mit einem neuen Skywalk ankomme und wir die dann gleich darauf verlegen. Okay. So, jetzt ist nur die Frage. Nee, da komme ich. Doch, ich muss leider hier lang. Da drüben komme ich nicht rüber. Tja, und da, wie habe ich es gesagt, es fehlen 50 Beton. Ja, schön. So, aber du kannst ja theoretisch mal dem Rohr mal folgen und dann siehst du den Skywalk, glaube ich, schon. So. Markus, ja. Das Gewächs da auf dem Wasser wegsäbeln mit der Kettensäge. Guter Plan. Wir haben gerade als Tipp. Das
Das da hinten, meinst du? So. Wird Discarot bestimmt gleich bestätigen? So, weg. So, oh, und weißt du, was schön ist? Da haben wir jetzt auch noch Mützel bekommen. Aha, gucke mal. Mützel! Also jetzt aber, das will ich jetzt mal ausprobieren. Wie kommen wir jetzt hier eigentlich nach oben? Müssen wir jetzt hier irgendwie so... Schau doch erstmal, wo der Sky, der Skywalk, läuft. Weil der kommt tatsächlich von der... Ich sehe noch nicht mal ansatzweise irgendwo einen Skywalk. Dann folg doch mal dem Rohr, das da hinten noch liegt. Dann siehst du es. Und zwar links von dir. So. Ich komme gleich etwas schneller zurück, sobald ich Dings habe, sobald ich Beton habe. So, da oben auf dem Berg siehst du es dann nämlich schon. Nach Steigung, die der Zug schafft, sind 2 Meter Rampen. Okay. Okay, da müssen wir aufpassen. Das ist eine coole Info. Das hätte uns wahrscheinlich das Genick gebrochen. Bei der Planung. So. Das ist das coole Backseat Gaming der Community. Möchte ich nur mal erwähnen. Das ist sehr, sehr freundlich und es ist sehr, sehr zielorientiert und unglaublich gut umzusetzen. Guck mal, da ist noch mehr Mützel. Ja, ich weiß. Ich bin ja gerade am Hinkommen. Dann nimm's gleich mit. Ja, Moment, ich habe erstmal noch irgendwie Viehzeug, das mich gerade uncool findet. Schon wieder. Kommt der Markus um die Ecke, Nachbar ist sauer. Könnte daran liegen, dass du halt einfach selbst am Sonntagabend noch irgendwie nagelst. Wir können noch viel spielen. Es ist eine Kollision, du klippen durch dich selbst. Durch das an. Markus kann kein Rohr verlegen und macht Witz über Verkehren. Was denn? Ich weiß gar nicht, was ihr gegen meine Rohre habt. Die sind vielleicht ein bisschen krumm, ein bisschen schief, aber am Ende des Tages passen sie überall rein, wo sie rein sollen. Ah, okay. Also es gibt auf jeden Fall eine Kollision. Guck mal, wie er so leicht vor sich hingrinst. Er wusste genau, was er tut. Es gibt auf jeden Fall zu Kollisionen. Ja. Und, ja, das haben wir schon mitgeschnitten, dass es das gibt. Ah, ja, okay. Da habe ich auch schon Ideen für. Es gibt ja Streckensignale. Und genau, und die wird man dann irgendwie einstellen können. Ausweichgleise machen, genau. No? Ja, jetzt habe ich das Zeug natürlich. Oh, man kommt hier tatsächlich noch dran vorbei, okay. Und das sind auch 3x3. Das könnte passen. Okay, das Zeug. Ich glaube, ich brauche mal den Markus mit dem Fichtenmoppet hier. Der muss hier... Da, wo man durchlaufen kann, kann man leider nicht durchfahren. Nein! Nein, jetzt bleibt das Spiel stehen. Okay. Ja, du musst mit dem Fichtenmoppet hier das Gekräuter wegmachen. Dankeschön. Silverbow. Dankeschön. Silverbow hat das Follower-Ziel voll gemacht. Wie cool, danke dir. Geil, jetzt haben wir die 650. Ja. Jawohl. Geil, das ging ja schnell. Das ging richtig schnell. Ja, danke euch, liebe Leute. Danke für dein Follow. Ja, heute auch wieder, ne, richtig? Leute, wir haben für euch noch was eingebaut. Das wird voll cool. Das seht ihr nachher, wenn wir den Stream beenden. Also, wenn wir Tschüss sagen, noch nicht aus dem Stream gehen. Das müsst ihr euch erst noch angucken. So, hat der Markus denn mittlerweile den Skywalk gesehen? Immer noch nicht so. Da vorne kommt jetzt was, oder? Nee. So. Also irgendwie sehe ich sie zumindest von hier hinten aus immer noch nicht so richtig. So. Okay, ich muss nämlich dich auch erst finden, damit ich dann die Steigung beginnen kann. Ah ja, da ist er. Okay. Das heißt, wir machen hier nochmal eine lange gerade Strecke. So.
So. Ah, da hinten sehe ich jetzt was, was passiert. So, genau, das dürfte die richtige Richtung sein. Dann gehen wir hier nochmal alle 10 vor. Eins reicht, eine Breite. Achso, nee, Quatsch, wir müssen ja dann gar keine Dings mehr lang führen. So. Und dann werden wir hier mit 2 Meter Steigungen. Werden wir jetzt mal gucken, ob das nach da hinten klappt. 7, das sind die 2 Meter Rampen. Das sind die, die ich standardmäßig verbaue. Nein, so sollst du bitte hin. Ja, komm. 10. Okay, so. Was? Nerdzeitalter folgt Nerdzeitalter nicht. Hä? Hey? Ich wollte den Befehl Follow Age austesten. Ah ja. War dann im Nerdzeitalter-Account. Und dann hat das mir nicht angezeigt. Oh ja, das könnte, Markus, das könnte richtig gut klappen. Das ist ja schön. Glaube, ich habe das richtig abgeschätzt. So. Also ich komme nicht genau auf deine Plattform, aber wir haben da unten ja Platz, ne? Ja. So. So. Okay, es könnte tatsächlich reichen. Mal ist die Tür. Puh, so, dann ich kann hier auch noch ein bisschen entgegenkommen, wenn dir das irgendwie hilft. Ich glaube nicht, weil du siehst, ich habe einen anderen Winkel. Das ist der Winkel, der von der Basis halt kommt. So. Ja, das ist ja nicht schlimm. Dann müssen wir halt nur irgendwie gucken, dass wir dann von dem Winkel irgendwie auf das treffen. Ja, genau. Das heißt, aber das ist ja eh alles in Ordnung, weil, guck mal, wir müssen ja eh. Wie machen wir das am blödesten eigentlich? Gute Frage. So. Ach genau, das heißt, der rechte Part. Okay. So, pass mal auf. Dann nehmen wir das hier weg. Und das hier weg. Und das hier weg. Dann gehen wir hier auf die 6. So. So, jetzt ist die Frage. Ja, das hat auch eine andere Höhe. Das ist äußerst ärgerlich, aber es ist halt so. So. Guck mal. Das hier ist jetzt. Das ist jetzt praktisch das Ding, wo ich jetzt herkomme. Ja. Das heißt, du müsstest von der linken Seite. Also. Ich mach's ganz kurz. Was? Ja, genau. Oh. Oben auf dem Teil. Arschkrampe. Hallo? What? Warte mal, was ist denn hier oben drauf noch? Alter, haben die genervt? Alter, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Kannst du mich aufheben? Ja, kann ich. Herzschrittmacher. Juhu! Bip. Errichtungswarnung. Was ist denn das hier? Eisen. Nee, Sam-Erz, okay. Okay, das mit dem ist kann das man, Erz, ich, was wir noch nicht brauchen. Genau, mit dem man noch nichts machen kann, weil es noch nicht implementiert ist. Ich nehme mal hier die Überreste mit. Okay. Ich habe keinen Sprit mehr für die Kettensäge übrigens. Fürs Fichtenmoppet, okay, dann mach doch, du hast doch Zeug, warte. Kann das Ding keinen Sprit? Nee, es kann keinen Sprit. Habe ich gerade feststellen dürfen. Okay. Ja, das heißt, wir könnten hier zweigleisig bauen, ne? Müssen wir sogar. Müssen, also was ist müssen, aber sollten. Gibt Alphas, okay. Gut. Das bedeutet, ich werde jetzt von der anderen Seite anfangen. Was brauche ich denn für Schienen? Also, das okay. Gleis, das jetzt von meinem Bahnhof ausgeht, müsstest du dann auf der rechten Seite deine Rampe hochbauen. Und auf der linken Seite kommen wir dann sozusagen mit dem Gegengleis runter. Wenn ich rauf gucke, die Rampe, oder wenn ich runter... Eigentlich ist ja egal. Die Verbindung legen wir nachher oben. Ich komme quasi mit 2 Gleisen auf den 2 Plattformen einfach da an. Und schließe sie noch nicht an. Okay? Ja, oder so. So. So.
Und da hat Silver. Nee, doch. Oh mein Gott, Silver hat noch ein Abo dagelassen. Danke dir. Ja, danke schön. Dankeschön für dein Abo. So. Was hältst du von dem Skywalk? Ja, auf jeden Fall bis jetzt. Geht. Ist eine okayische Sache, okay. Ist sehr funktionabel auf jeden Fall. Geht der Kerzen gerade bis an die Base oder was? Nee, nicht Kerzen gerade. Wir haben zwei Knicke drin, aber ansonsten geht das Ding relativ gerade. Ja. Warte mal, wir haben doch Rechtsgleisigkeit, richtig? Ja. Wir wollen eine Rechtsgleisigkeit. Okay. So. Das heißt, ich muss den Bahnhof nachher anders bauen. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil wir ja zuerst hier die Rails rüber machen müssen. Und das ist jetzt halt wieder eine Materialschlacht, ne? Ja, geht aber halbwegs. Mhm. Also brauchst halt viel Stahlröhren, ja, okay, aber abgesehen davon. Ja, wird halt Materialschlacht. Das ist halt eine richtige Strecke, die wir halt jetzt legen müssen. Ja, klar. Oh, das ist, oh Mist, und hier hinten kommt gleich das Krautzeug. Achso. Hier kommt jetzt gleich das. So, Da komme ich ja genau richtig. Silver! Silverbow, vielen Dank! Dankeschön für die 5 Abos. Gerade erst hier angekommen und macht einen auf spendabel. Wie cool, danke dir. Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank dafür. Saulieb. Auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen. Auch. Silverbow. Ja, Markus, Entschuldigung. Ja, alles gut, du bist Ben. Dann beeile ich mich mal kurz. Silverbow, als Subscriber im Netzalter, hat mal Zugang zu Thales. Der Zugang zu Thales ergibt sich natürlich mit einem Schallschraubzieher der Stufe 1 und 2. Wenn man natürlich so 5 tolle, wunderbare Abos verschenkt, dann kriegt man vielleicht noch einen kleinen Bademantel dazu und einen Stuhl, um seinen Platz in der Thales auch zurechtzufinden. Such dir einen schönen Platz, klau dir bei einem Hamster ein kleines Eckchen im Fensterbereich und reise mit uns im Netzalter. Willkommen, schön, dass du da bist. So, die raus, die rein, sortieren. So. Danke, Juno. Danke nochmal für euren Raid. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Ja, Juno, ich wünsche dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf und bleib gesund. Und auch Oliver, gute Nacht. Und Schafi, gute Nacht. Olli, liebe Grüße an die Frau und pass auf dich auf. So, Schiene. Ich kann die Schiene nicht gerade, also ich kann die nicht nach meinem Wunsch legen. Ja, nee, nicht hundertprozentig, du kannst die nicht so, nicht frei. Nein. Ich kann die jetzt nicht drehen. Die überhaupt nicht drehen, die steht hier quer. Die Frau hat gesagt, du wirst pennen, Oliver. Jetzt, okay. Genau, ist manchmal ein bisschen knifflig. Hansa! Hansa! Alter, danke, lieber Hansa, Alter. Hansa weiter. Und Hansa verschenkt 10 Abos, Alex. Na. Dann Hansa, du kennst den Laden. Du weißt, wie es läuft im Neuzeit, Alter. Dir müssen wir hier nichts mehr erzählen. Genau. Du hast Premium-Stuhl. Woran liegt das, wie er die ausrichtet? Das verstehe ich nicht. Irgendwie am Fundament, aber wie genau, frag mich mal was. Ja, ich fummel da rum. Alter. Kalle, Alter. Lenir, schön, dass du da warst. Danke fürs Vorbeischauen, Einschalten, Followen. Was? Bahnstrecke ist zu kurz? Ah, okay. So. Bahnstrecke ist zu lang. Will mich das Ding foppen? Ja, doch irgendwann musst du halt mal absetzen. Oh, Yamato. What the fuck? Yamato-kun. What? Dankeschön. Vielen Dank für die 5 Abos. Oh, ich glaube, sie machen gerade Motto-Abend. Ich habe auch so das Gefühl. Apropos Motto. Sie machen einen Hype-Train. Ja, Motto-Hype-Train. Weiß ich nicht. Wenn ich hier vielen auf Dank, Yamato, auch für deine Follows. Dankeschön.
voll gut. Jumping Jack hat eigentlich bekommen. Wicked Tudi, Thomas Addison. Der Juristika Jens hat eins bekommen. Vom Hansa gab's Abos für Beastie Fenris, Bussi der Bär, Maxstone. Ah. Affenzwilling, Gladiator hat wieder ein Abo bekommen. Du hast nur wenig Zeit und exklusiv. Oh, Kalle, vielen Dank für dein Cheer. Danke, Kalle, auch nochmal für dein Cheer. So gut. Ihr werdet heute alle überrascht sein. Denn am Ende vom Stream gibt es nochmal eine Neuerung. Und die wird jetzt explizit alle, die cheeren und zappen und followen und irgendwie interaktiv dabei sind, nochmal ja, hervorheben. So toll. Ja, also ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ja, Tests sicherlich. Tests haben gezeigt, dass das geht. Oaka, hast du irgendwo subscribed? Nein, ich erlebe mich, ich will einen mit. Die letzte Ach so. Fünf habe ich ja verpasst. Ach so, ja. Ich dachte, du kriegst jetzt die Emotes in das. So. Da kommt ein Ahu auch noch um die Ecke. Wir brauchen nochmal einen neuen, aber haben wir schon in der Überarbeitung, ne? Ein neuer, Subscriber-Sound, ne? Ja. Also, ich werde das aufnehmen und wie wir es abgesprochen haben, kriegt das dann der Markus, um das nochmal Probe zu hören und eventuell noch ein bisschen zu verschönern und, Können wir machen. Dann, kommen die neuen Sounds. Ihr wisst ja, ich habe da schon dran gearbeitet. War eher so eine allgemeine Info. Aber ganz kurz erstmal an der Stelle erstmal euch wieder, weil ihr wisst, es ist schon wieder Zeit. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei uns. Ciao. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat.